dass die Unternehmer die Zeit nicht dafür genutzt haben, um eben auch mal über Innovationen nachzudenken, um überhaupt mal vielleicht darüber nachzudenken, wie man das Geschäftsmodell noch besser machen kann. Sagte doch jetzt irgendjemand aus dem Politikzirkus, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wer das gewesen ist, dass die Schulen jetzt die ganze Zeit verstrichen oder verstreichen haben lassen, ohne irgendwie sich mal darüber Gedanken zu machen, wie machen wir es denn eigentlich, wenn es wieder losgeht? Was ist dann für Konzepte, Hygienekonzepte, bla 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 bla. Und jetzt stehen sie da und denken, huch, um Gottes Willen, was soll man jetzt machen? Und das Gleiche ist teilweise in der Wirtschaft passiert. Da habe ich eben gerade einen Podcast gegeben, der Regina, für ihren Podcast. Und die richten sich eben so an Manager und an all solche Sachen. Und die hat mir da auch so ein paar Horror-Stories erzählt. Jedenfalls stimmt das ja, dass es zum Beispiel auch in der Hotellerie, Gastronomie und so weiter passiert, dass die Unternehmer die Zeit nicht dafür genutzt haben, um eben auch mal über Innovationen nachzudenken, um überhaupt mal vielleicht darüber nachzudenken, wie man das Geschäftsmodell noch besser machen kann, vielleicht auch mal im Haus, am Haus irgendetwas verändert. Ich meine, wenn es eh leer ist, dann kannst du theoretisch auch mal Geld in die Hand nehmen und was machen. So, dafür sind ja Gewinne in den guten Jahren da, um sie dann auch in solchen Zeiten mal investieren zu können, zumal du jetzt viel bessere Konditionen kriegst. Also unser Gärtner ist gerade günstiger als sonst, weil eben auch das Handwerk natürlich nun händeringend Aufträge sucht und du gut verhandeln kannst, ne? Und ja, wir haben das Beispiel Automobilindustrie gehabt, nicht? Weil das ist natürlich immer so ein schönes deutsches großes Beispiel von einem Industriezweig, der jahrzehntelang extrem bedeutend war und aber nie so wirklich Innovationen vorantreiben wollte. Die haben zwar ihre Produkte verbessert, die Sitze wurden schöner und die Airbags wurden besser und klar, die Soundanlagen wurden toller, aber es gab ja keine Innovation als solches. So, und dann kam Elon Musk und hat gesagt, ich baue jetzt ein Elektroauto und zwar ein richtig schickes, ein gutes. Und alle aus der Automobilindustrie, ich habe da gerade ein Buch drüber gelesen, haben gelacht und haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt schon wieder einer, der glaubt, er kann das Rad neu erfinden. So, und so, was daraus geworden ist, weiß natürlich jeder. Einer der beliebtesten und Stern am Firmament in der Automobilindustrie ist jetzt Tesla und alle anderen kopieren jetzt seine Patente und denken, weil er war ja sogar noch so fair und hat die online gestellt, hat gesagt, ich will die Welt besser machen, nicht nur mein Tesla. Und ja, und versuchen jetzt den Anschluss zu finden. Ne? Aber dafür sind doch gerade Krisenzeiten auch interessant, mal drastische Veränderungen vielleicht herbeizuführen oder einfach mal darüber nachzudenken, was kann man anders machen, was kann man besser machen, um sich mehr auf die künftige Zeit zu konzentrieren. Alle Unternehmen, die so gut wie nicht digital sind, haben jetzt gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja unattraktiv, nicht? Wenn ich keinen Kundenverkehr habe, habe ich auch gar kein Geld mehr, nicht? Und da waren einige Unternehmen natürlich schlauer als andere und haben schon mal auch so ihr Online-Geschäft forciert und etc. pp. Ja, das ist, da zeigt sich jetzt wieder, wer auch so ein bisschen bereit ist, jetzt mal neu ins Risiko zu gehen oder wer sich irgendwie auf seinen alten Lorbeeren ausgeruht hat, ne?